Pläne bedrohen uns alle. Und mit jedem Tag wächst ihre Macht. Wenn unsere Welt überleben soll, müssen wir zuschlagen, solange wir noch können. Trefft euch mit mir. Wir müssen sprechen. So wenige. Wie viele stellt ihr bereit? Genug für einen letzten Angriff. Wenn das misslingt, ist es aus. Wenn sie besiegt ist, wie wird die Horde unter euch aussehen? Die Horde meiner Generation war gegründet auf Blut. Besudelt mit Verderbnis. Der Weg zum dunklen Portal war lang und breit. Gepflastert mit den Knochen Unschuldiger. Wir nannten ihn den Pfad des Ruhms. Das war die Lüge, auf der die Horde gegründet wurde. Dass alles, was wir taten, ehrenhaft war. Thrall, Vol'jin, sie waren nicht die wahren Erben von Schwarzforsts Vermächtnis. Sylvanas, Windläufer, schon. Nein. Nein, das ist die Horde. Sie folgt euch. Jemandem mit... Ehre? Ich hatte niemals Ehre. Sie verdienen mehr. Aber die Horde scheint auf ewig an ihre Vergangenheit gefesselt zu sein. Die Horde ist nicht die einzige, die Reue quält. Arthas, Delen, auch auf uns lastet die Vergangenheit. Wir könnten die Kluft nicht schließen zwischen Horde und Allianz, nicht in 1000 Jahren. Das wisst ihr. Wofür kämpfen wir dann? Soldaten, macht euch bereit! Brecht sofort die Zelte ab! Fürst Sauerfang? Sekan, was ist unsere Heimat? Orgrimmar? Nicht unsere Stadt, unsere Heimat. Azeroth. Und unsere? Azeroth. Heute gibt es nur 2 Kräfte in dieser Welt, die von Belang sind. Eine, die sie zerstören will. Und eine, die sie beschützen wird. Also, was machen wir? Den Kreislauf durchbrechen.